So, hallo, guten Abend. Bevor Uta Mertens hier gleich mit dem Pink-Gas-Projekt loslegt, sage ich ein paar Worte zum Hofatelier. Wir sind seit 1995 schon im Viertel tätig und arbeiten schwerpunktmäßig im Bereich Corporate Design, Kommunikation, Text, PR und Satz. Unsere Kunden sind aus vielfältigen, zahlreichen Branchen. Schwerpunktmäßig arbeiten wir im Moment viel im sozialen Sektor, in der IT-Branche, aber auch für Museen und Verlage sind wir tätig. Tja, und unser Rezept für erfolgreiches Arbeiten würde ich mal so beschreiben: gut zuhören, querdenken, öfter mal widersprechen und vor allen Dingen auch immer mal wieder was Neues wagen. Und damit gebe ich jetzt mal ab an Uta Mertens, die gewagt hat. Dankeschön. Genau, wir haben gewagt. Es ging los. Andrea sagt es eben schon, uns gibt es seit 95. Wir haben also nächstes Jahr schon 20-Jähriges. Also keine neue Idee, aber wir haben natürlich immer mal wieder neue Projekte. Ein Projekt ist das PIK-AS in Hamburg, das ist eine Obdachloseneinrichtung. Die wurde letztes Jahr 100 Jahre alt, also 2013. 2011 hörten wir davon und hörte ich überhaupt das erste Mal vom PIK-AS. Mir sagte das vorher nichts. Und ich hörte das am Abendbrottisch von meinem Liebsten nach dem Motto: Mensch, im PIK-AS und die werden 100 und die wollen was auf die Beine stellen, aber ich glaube, die brauchen Hilfe. Mein erster Gedanke war: oh, holla, das ist ja ein ganz schönes Paket, eine Obdachloseneinrichtung, 100-jähriges. Wahrscheinlich haben wir auch kein Geld, nichts in der Kasse, um irgendwas Tolles auf die Beine zu stellen. Und es gibt natürlich vielfältige Dinge, die man da bedenken muss. Also einmal ein Obdachlosenheim, kurz gesagt, ist natürlich eine ganze Menge Elend, die wir davor gefunden haben. Kein Budget, habe ich schon gesagt. Natürlich gab es da auch keine Marketing- oder Eventabteilung. Es gab aber auf der positiven Seite jede Menge engagierte und freundliche Mitarbeiter. Das war die Ausgangslage. Positiv ausgedrückt kann man sagen, wir hatten jede Menge Raum für Initiative. Zum Start stand dann erst einmal die Diskussion: ist das eigentlich ein Grund zum Feiern, 100 Jahre Obdachloseneinrichtung? Na klar nicht, aber irgendwie möchte man natürlich so einen Anlass doch nutzen, um Öffentlichkeit zu schaffen, um Aufklärung zu bieten, um mal positive Presse zu bekommen, denn sonst ist natürlich eine Obdachloseneinrichtung negativ in der Presse, gerade im Winter, wenn es heillos überfüllt ist. Ein Punkt ist dann auch noch: Geld darf auch gerne in die Kasse kommen. Das PIK-AS hat einen Förderverein, die viele Projekte, die von der Stadt nicht bezahlt werden, möglich macht. Naja, da haben wir gesagt, also für all das wollen wir doch das Jubiläum nutzen. So, herausgekommen ist: eine prominente Patin haben wir erst einmal gesucht, nach dem Motto: ein prominenter Multiplizierer kann nicht schaden, ein bisschen Glamour schon mal gar nicht für die Sache. Und außerdem sind Promis auch immer super Multiplikatoren, haben weitere Kontakte, können Wege ebnen. Als nächstes haben wir eine Festzeitung auf den Weg gebracht, wo wir über das PIK-AS schon mal kurz berichten, wo wir das Programm, was es für die Festwoche gab, aufgeschrieben haben. Diese Zeitung ist auch so ein bisschen als Pressemappensorger genutzt worden und ist im Stadtteil ausgelegt worden und auch in Buchhandlungen und so weiter. Dann ist es uns gelungen, ein Benefizkonzert zu organisieren. Da hat natürlich Nina Petri, die Schirmfrau, mitgemacht, klar, aber auch einige andere Bands haben gespielt an dem Abend im Politbüro in Hamburg. Insgesamt sind 3000 Euro da zusammengekommen, die auch direkt an den Förderverein gingen, weil wir alle umsonst gespielt haben und auch die Location umsonst bekommen haben. So, dann gab es eine tolle Ausstellung, eine Fotoausstellung, eine Vernissage in der Galerie Freelance in Hamburg. Die Fotografin Heike Ollertz war ewige Monate im PIK-AS verschwunden, um nicht verschollen zu sagen, hat ganz viel mit den Leuten gesprochen, ist sehr dicht rangekommen und konnte deshalb tolle, tolle Bilder machen. Dann, um einen offiziellen Festakt kommt man bei so etwas nicht herum, sage ich immer, weil irgendwie ist es dann doch eher ein bisschen eine drögere Angelegenheit, aber natürlich
muss auch die Politik, die Kooperationspartner und so weiter und so weiter eingeladen werden. Das war ganz toll in der Handwerkskammer in Hamburg in einem schönen Rahmen. Und am Nachmittag gab es auch noch einen Tag der offenen Tür, wo alle interessierten Hamburger vorbeigucken konnten. Es gab Führungen durchs Haus, man konnte sich das mal anschauen, manchen Dingen auf den Grund gehen, wo es ja auch viele Legenden gibt, um die Läuse, Brände und was weiß ich, das konnte man sich alles einmal anschauen. Und entstanden ist in diesem Projekt auch ein Buch. Das habe ich hier auch, das könnt ihr euch hinten auch angucken und sogar käuflich erwerben. In dem wir über das Leben im Pik Ass berichten. Es ist keine Chronik, es ist eher eine aktuelle Bestandsaufnahme. Viele Porträts von Menschen, wie sieht der Tagesablauf aus, wie wird man obdachlos, was sind das für Leute, was steckt oftmals dahinter. Es gibt auch einen Geschichtsteil hinten, wo wir kurz zumindest einmal auf das Dritte Reich eingehen, aber ansonsten ist es wie gesagt keine Chronik, sondern eher geht es um heute. 100% von diesem Buch, Erlös von diesem Buch, gehen direkt an den Förderverein Pik Ass. Es kostet 20 Euro. Das Ergebnis unserer ganzen Aktion ist viel Aufmerksamkeit draußen. Es gab viel aufklärende und auch sehr, sehr viel positive Presse. Wir haben diverse Pressekonferenzen gehabt. Es gab Führungen durchs Haus für die Presse. Die konnten mit Bewohnern sprechen und so weiter und so weiter. Und es ist jede Menge Geld in die Kasse gekommen. Möglich wurde das alles nur durch Sponsoren. Santa Fe Natural Tobacco hat einen riesen Batzen Geld auf den Tisch gelegt, damit dieses Buch gedruckt werden kann. Und viele andere. Und natürlich auch das Engagement von vielen Freiwilligen. Und kleine private Spender waren auch dabei. So. Soweit im Schnelldurchlauf.